Hallo, alle zusammen. Ich sag mal, ich fange jetzt einfach an. Sehr geehrte Frau Dr. Hartwig, die Verwaltungsratsvorsitzende des Deutschen Filminstituts und in Personalunion Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt am Main, sehr geehrte Catherine Briard, Leiterin der Kulturabteilung der französischen Botschaft aus Berlin, sehr geehrte Julia Claude, stellvertretende Geschäftsführerin des Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main, sehr geehrter Stadtverordneter Dr. Dürbeck, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Frankfurter Kulturinstitutionen, liebe Mitglieder des Kuratoriums Filmbildung Jetzt, liebe Mitglieder der Förder- und Freundeskreise unseres Hauses, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen heute Abend bei unserer Eröffnung von Abgedreht, die Filmfabrik von Michel Gondry. Als Projektleiterin freue ich mich sehr, dass Sie alle hier sind und möchte gerne sagen, dass die Filmfabrik vom französischen Oscar-Preisträger, also Michel Gondry, entwickelt und von der Home Movie Factory Association produziert wird. Wir zeigen die Filmfabrik zum allerersten Mal in Deutschland. Nach der Präsentation unseres neuen Multimedia Guides am 1. September vor Lukas, dem internationalen Festival für junge Filmfans, das am 1. Oktober eröffnet wird, eröffnen wir also heute Abend die Filmfabrik von Michel Gondry. Und wie die beiden anderen genannten, ist es ein sehr partizipatives, ein interaktives Projekt, bei dem Couch Potatoes ganz definitiv die Segel streichen müssen. In Abgedreht gibt es kein passives über sich ergehen lassen. Hier müssen nämlich alle ran. Als Schauspieler, Kamerapersonen, als Drehbuchschreiber, Kostümbildner, als Requisiteure oder eben als Musikeinspieler sozusagen. Es geht darum, in einer zusammengewürfelten Gruppe innerhalb von 3 Stunden einen eigenen Film zu drehen. Und wer schon mal selbst eine Videokamera gehalten hat, weiß, das ist durchaus eine Herausforderung. In 3 Stunden zum eigenen Film also, in 2 45-minütigen Planungsworkshops zum Titel, Genre, Drehbuch und zu den Rollen, in einem einstündigen Dreh in unseren Kulissen im 3. Stock zum Film und anschließend zur Premiere im Film, also im hauseigenen Filmfabrik eigenen Kino, das wir ebenfalls im 3. Stock aufgebaut haben. Der Eintritt ist frei und wir hoffen auf rege Beteiligung. Was die Schulklassen betrifft, haben wir schon extrem viele Anmeldungen, über die wir uns sehr freuen. Mehr und vor allem aber anschaulichere Informationen dazu, was eigentlich in der Filmfabrik passiert, werden Sie in Kürze bekommen. Und zwar von Leuten, die schon drin waren. Also Berichte aus erster Hand von Mitgliedern unserer 2 Testgruppen, die bereits am Wochenende einmal den Lauf durchgemacht haben. Und, so viel sei verraten, durchgelacht. Sie werden also sehen, wie dieses Projekt funktioniert. Und wir sind sehr gespannt darauf, welche interessante Erkenntnisse und Fragen es aufwirft und vielleicht über die Laufzeit auch beantwortet. Ich möchte aber vorneweg vor allem den Partnern, Förderern, Personen und Institutionen danken, ohne die wir dieses Projekt weder hätten finanzieren noch produzieren können. In allererster Linie findet es statt im Rahmen von Frankfurt auf Französisch, Frankreich Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2017. Und ein großer Dank, unser großer und auch mein persönlicher großer Dank, gebührt dem Institut Français Deutschland, das uns im Rahmen des Buchmessengastlandes Frankfurt auf Französisch großzügig unterstützt. Ein weiterer Dank gilt der Stadt Frankfurt am Main sowie dem Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main für ihre wiederholte Förderung eines unserer Projekte, einer Ausstellung, die diesmal ganz anders ist als die anderen. Und ich danke, und möchte ich jetzt tatsächlich auflisten, auch wenn es viele Namen sind, aber ich danke herzlich und aus tiefem Herzen den Umsetzern der Filmfabrik, allen voran meiner Kollegin Daria Berten und vor allem dem Dreamteam Szenenbildner Holger Müller und Ausstatter Fritz Güntner. Ihr habt einen super Job gemacht, tausend Dank dafür. Ich danke eurem Team, allen, die auf unserer Baustelle unseren Ausstellungsraum in eine Wunderkammer aus Szenen, Sets und Räumen gemacht haben, sodass
sodass man den Raum mal wieder gar nicht wiedererkennt, sich aber 1, 2, 3 in einer ganz anderen Welt wiederfindet. Ich danke also Tanja Schuh für Kostüme und Requisite, dem Messeteam K4 für die Bauten, Ali Brambilla, Sven Seiterle, Thomas Stanek und Clemens Heidolf für Kulissen und Patinierarbeiten. Und ich danke ganz schwer ebenfalls dem Büro Nordisk für die Grafik, die jetzt überall in der Stadt zu sehen ist, die auch hier im Haus überall zu sehen ist und die für uns eine großartige Unterstützung und obendrein ein Geschenk war. Vielen Dank. Nicht zuletzt und wie immer danke ich unseren Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, allen, die in irgendeiner Form daran beteiligt waren, das Projekt vorzubereiten, zu stemmen, durchzuführen, zu bewerben, zu verwalten, zu betreuen, zu planen, zu inhaltlich zu gestalten, den Schnitt von Filmclips zu machen, das Kinoprogramm zu planen. Danke euch allen. Ich finde ja jedes Mal wieder, wenn wir öffnen, stelle ich fest, wir sind ein super Team. Ich glaube, ich bin damit mit dem Dank eigentlich durch. Genau. Und würde deswegen sehr gerne das Wort an die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, an Dr. Ina Hartwig, übergeben. Sehr geehrte Botschaftsrätin Bria von der französischen Botschaft in Berlin, sehr geehrte Frau Dr. Claude, sehr geehrter Herr Dr. Dürbeck, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Filminstituts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Eröffnung von Abgedreht, die Filmfabrik von Michel Gondry im Deutschen Filmmuseum. In meiner doppelten Eigenschaft, die schon erwähnt wurde, als Vorsitzende des Verwaltungsrates des DIF und Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, freue ich mich, Sie alle heute hier zu sehen. Ich bin aber auch Romanistin und lasse mir jetzt die Gelegenheit nicht entgehen, mich nochmal sehr zu freuen, dass Frankreich in diesem Jahr unser Ehrengast ist. Und das ist eigentlich ein sehr glücklicher Moment. Frankreich war ja 1989, wenn ich mich recht entsinne, schon einmal zu Gast hier in Frankfurt. Und ich glaube, wir können alle sagen, wir sind wahnsinnig erleichtert über den Ausgang der Präsidentenwahl und sehen sozusagen das deutsch-französische Tandem auch wieder gestärkt und haben wieder Hoffnung geschöpft, dass dieser deutsch-französische Motor den europäischen Geist weiterentwickeln kann. Das ist ganz großartig, dass die Franzosen uns hier ihr kulturelles Programm zeigen werden im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Und das Schöne ist, dass nicht nur die Literatur zu Gast ist, sondern auch die anderen Künste und eben auch der Film. Der französische Regisseur und Oscar-Preisträger Michel Gondry drehte fast schon in allen Sparten. Er machte Werbefilme, Musikvideos, Dokumentar- und Spielfilme. Aber egal, in welchem Genre er unterwegs ist, sein Stil zeichnet sich immer durch Kreativität, große Freude an verrückten Einfällen und eine irgendwie handgemachte Ästhetik aus. Und soeben hat mir Madame Bria gesagt, dass er gerade einen Film auf iPhone gedreht hat. Auf die Spitze treibt er das Be Kind Rewind, also Abgedreht, USA 2008, den wir heute Abend hier im Kino sehen können. Der Plot geht so. Zwei Videotheks, Angestellte müssen feststellen, dass alle ihre Verleihkassetten durch einen Unfall gelöscht wurden. Um ihr Publikum nicht zu enttäuschen, drehen sie in größter Eile und mit einfachsten Mitteln ihre Lieblingsfilme nach. Diese geschwedeten Filme erlangen rasch Kultstatus in der Gegend und regten nach Kinostart zahlreiche Filmfans weltweit zu eigenen Kreationen an. Auf YouTube gibt es ganze Kanäle mit geschwedeten Klassikern. Auf dieser Idee beruht die Filmfabrik. In einer Gruppe mit wenig technischem Aufwand entsteht ein gemeinsamer Film. Dank spontaner Kreativität und ich sehe auch ein bisschen den französischen Geist in diesem Ansatz. Es gab ja im Strukturalismus immer die schöne Unterscheidung zwischen dem Bastler, dem Bricoleur und dem Ingenieur. Und ich glaube, man kann sagen, Michel Gondry gehört zu den Bastlern. Jede Idee ist zugelassen, wenn sie eine Mehrheit in der Gruppe findet und jede und jeder bekommt eine Rolle im Film. Kunst als
basisdemokratisches, spielerisches Projekt einerseits. Andererseits mischen sich in diesen Arbeiten auch unterschiedliche Filmvorlieben und Kinoerfahrungen. Geschwedet wird, woran man sich selbst mit Faszination und Freude erinnert. Der eigene Filmfundus sozusagen reloaded. Oder auch das Gedächtnis als Bekenntnis und als Spiel. Alles geht Hand in Hand. Ich freue mich besonders darüber, dass das Deutsche Filmmuseum mit der Filmfabrik von Michel Gondry ein offenes Angebot für alle verwirklicht. Wer Lust auf 3 Stunden kreativen Gemeinschaftsprozesses hat, kann mitmachen. Die Anmeldung erfolgt ganz einfach über die Projektwebsite. Es entstehen zusammengewürfelte Gruppen. Das Projekt ist entsprechend im Bereich der Community Arts verortet. So blicke ich voller Spannung auf die kommenden 4,5 Monate, in denen das Filmmuseum zu einem produktiven Drehort kurzer Genrefilme werden wird und in denen die beteiligten Abteilungen, Ausstellungen und die Filmvermittlung einen Prozess begleiten dürfen, in dem dieser Studioparcours ein spannendes Experiment wird. Ich wünsche dabei viel Glück. Träume, Gelächter, Diskussionen, wilde Ideen mögen sich hier vereinen und die Filme sollen bitte von all dem erzählen. Herzlichen Dank. Bonsoir, guten Abend. Also ich bin Catherine Briat, ich bin die Botschaftsrätin für Kultur in der französischen Botschaft in Berlin und auch die Leiterin des Instituts Français in Deutschland. So, sehr geehrte Dr. Hartwig, sehr geehrte Dr. Kluth, toute l'équipe de l'Institut, Deutsches Filminstitut. Wie Sie es gesehen haben, wie Sie es wissen, Frankreich ist dieses Jahr als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Und das ist für uns eine sehr, sehr große Ehre. Dieser Ehrengastauftritt macht uns nicht nur stolz. Wir betrachten ihn als wunderbare Chance. Das ist wirklich eine Chance für uns und für den deutsch-französischen Kulturaustausch zu intensivieren und den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern einen neuen Impuls zu geben. Und in dieser Hinsicht wollen wir das volle Potenzial der Kultur als Innovationsmotor und auch als Europamotor auszuschöpfen. Mit dem französischen Kulturjahr in Deutschland wollen wir einer sehr wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe gerecht werden, der Gestaltung eines gemeinsamen Raums, durch den die heranwachsenden Generationen die deutsch-französische Partnerschaft hautnah miterleben und erneuern. In diesem Rahmen, wie die Frankfurter Buchmesse für Frankreich nicht nur ein wichtiger Treffpunkt für die Verlags- und Buchbranche, sondern auch politisch und höchst bedeutender Moment sein. Und wirklich, die Frankfurter Buchmesse wird ein sehr politischer Moment mit unserem Präsidenten, mit mehreren Ministern, mit einer Sommet, also eine Podiumdiskussion zwischen den Kulturministern von Europa. Also das wird wirklich ein sehr wichtiges Politikmoment für Deutsch-Französisch, die deutsch-französische Beziehungen, aber auch für Europa im Kulturbereich. Frankfurt hat für uns schon, aber in Deutschland schon vor Monaten begonnen und wird nicht erst mit Mitte Oktober in Schwung kommen. Lange bevor sich die Türen der Messe öffnen werden und Frankfurt 1000 Fahrbesucher, Journalisten, Autoren und Wissenschaftler empfangen wird, hat Frankreich ein französisches Kulturjahr eingeläutet. Und unter dem Motto, das Sie gesehen haben, Frankfurt auf Französisch, finden seit Anfang Januar mehr als 450 Veranstaltungen in ganz Deutschland statt. Und dass sie, wie Dr. Hartwig gesagt hat, das ist nicht nur über Literatur, aber das ist auch über alle verschiedenen Bereiche von Kulturen und besonders Film, weil Film ist auch ein Schreiben. Und im Bereich Kino und Medien eröffnet heute also dieses hier im Deutschen Filminstitut einer der wichtigsten Projekte. Und das ist wirklich sehr wichtig für uns in der Institut Français Deutschland und für dieses Kulturjahr in ganz Deutschland. Diese Ausstellung ist schon in 10 Ländern gereist. Und das ist, wie es schon gesagt ist, das ist das erste Mal hier in Deutschland.
das wird gezeigt. Und der französische Regisseur Michel Gondry, er wird da sein am 10. und 11. Oktober. Er macht nicht nur Spielfilme, Dokumentationen, aber auch Kurzfilme, Werbespot und Musikclips. Und er ist auch ein Drehbuchautor und Produzent. Und für seinen Film Vergiss mein Nicht, und das Originaltitel war Eternal Sunshine of the Spotless Mind, wurde Michel Gondry mit dem Oscar für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Und seine Werke sind wirklich einmalig, also freimütig, verträumt und vor allem sehr kreativ. Umso mehr freuen wir uns, dass diese Filmfabrik nun bis 28. Januar 2018 zu Besuch in dem Deutschen Filmmuseum Frankfurt ist. Michel Gondry hatte gegenüber dem Centre Pompidou in Paris zu mehr partizipativer Kreativität angeregt. So hat er sich eine Ausstellung ausgedacht, in der die Besucher eingeladen werden, in einem speziell für die Ausstellung aufgebauten Filmstudio ihren eigenen Film zu drehen. Erst wird geschrieben, dann gedreht und schließlich können die Teilnehmer ihren eigenen Film sehen. Natürlich geht es nicht darum, Meisterwerke zu schaffen, sondern kreative Filme mit einer persönlichen Note. Und wie es der Entwickler der Filmfabrik selbst sagte, jeder kann an einem Film mitwirken und seine Ideen zum Ausdruck bringen. Das Ziel dieses Workshops ist es, Spaß zu haben. Und das ist auch von Spaß, dass wir reden. Das ist sehr wichtig, dieses Spaß. Und wir möchten, dass dieses Projekt auch für Schüler Spaß gibt und zugänglich machen, indem wir die Filmfabrik täglich für Schulklasse öffnen. Und das ist für uns ein sehr wichtiger Schwerpunkt, die Schüler in dieser Ausstellung attraktiv. Also, und wir wollen sie davon überzeugen, dass das Erlernen der französischen Sprache nicht nur nützlich ist, sondern auch Spaß machen kann. Und der Film ist ganz sicher ein Medium, mit dem man junge Menschen begeistern und damit auch motivieren kann. Und parallel zu dem Projekt, abgedreht die Filmfabrik von Michel Gondry, zeigt das Deutsche Filminstitut im Oktober eine Retrospektive. Des kinematografischen Werks von Michel Gondry. Also vielen Dank noch einmal an das Team des Filminstituts und ich bedanke mich sehr bei dem Filminstitut mit dieser Kooperation zwischen Institut Français Deutschland und Deutschen Filminstitut. Und das ist und besonders den Team und Stefanie und Frau. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Moment für uns und wir wirklich freuen uns und wir wünschen dieser Ausstellung viel, viel Erfolg. Merci beaucoup. Liebe Frau Hartwig, liebe Frau Briand, liebe Frau Plappert und Frau Kopf, liebe Gäste. Was passiert eigentlich, wenn wir, die wir normalerweise Besucherinnen und Besucher von Kunstprojekten sind, selbst an diesen teilnehmen? Wir werden von Rezipierenden zu Mitwirkenden, von nur Schauenden oder Hörenden zu Akteurinnen, zu Performerinnen. Und wir beobachten unsere Mitstreiterinnen dabei, wie diese sich als Performer schlagen, kommunizieren mit ihnen in einem kreativen Prozess, den wir selbst steuern können. Was so rasch gesagt ist, mit dem Schlagwort des Partizipativen zum Beispiel oder gar dem des Interaktiven, ist in der Praxis gar nicht so leicht einzulösen. Entschuldigung. Perfekt wird das künstlerische Ergebnis, das dabei herauskommt, wohl nicht sein. Das muss es aber auch gar nicht. Der Kulturfonds hat in den letzten Monaten mehrere Projekte gefördert, die auf ganz unterschiedliche Weise das Publikum in den Mittelpunkt stellen, es zu Mitspielern, zu Performern in einem Kunstprojekt machen oder es in anderer aktiver Weise einbinden. Die Grenzen zwischen
dem Werk und uns, die wir sonst nur als Außenstehende wahrnehmen, verschwimmen. Wir wissen nicht genau, ist das noch Kunst oder schon Alltag? Ist das noch Alltag oder schon Kunst? Wir sind Teil des Werks, das nur durch uns komplett wird. In der Ausstellung Das imaginäre Museum im MMK 2 wurden die Besucherinnen letztes Jahr dazu aufgefordert, Kunstwerke zu memorieren und an einem Abschlusswochenende im Rahmen der Ausstellung den unterdessen entfernten und damit abwesenden Exponaten durch ihre persönlichen Erinnerungen und Interpretationen eine Präsenz zu geben. In der Ausstellung Surface im Museum Angewandte Kunst nimmt das Ich im Betrachten der spiegelnden Flächen sich selbst und seinen Umraum wahr. Entschuldigung. Das Pop-up-Monument des Jüdischen Museums auf dem Willy-Brandt-Platz letzte Woche eröffnet, animiert uns noch einige Tage dazu, eine riesige transparente Blase mit Aktion zu füllen, einfach indem wir sie betreten und uns darin bewegen. Und nun ein ganzer Film. Glückwunsch zu dieser schönen Idee. Und das in der begrenzten Zeit von 3 Stunden. In einem Genre, das technisch denkbar kompliziert ist, in dem man 1000 kleine und große Dinge beachten muss. Dafür angeleitet von einem Profi, Michel Gondry. Das erfordert maximale Eigeninitiative. Ein Abenteuer, bei dem der Kulturfonds überraschende Einsichten wünscht und viel Vergnügen. Vielen Dank. Ui, ganz schön voll. Das ist schön. Sehr geehrte Frau Dr. Hartwig, sehr geehrte Frau Priar, liebe Partner und Förderer, liebes Publikum. Als Be Kind Rewind im Frühjahr 2008 auf den amerikanischen Leinwänden erschien, schrieb der Chefkritiker, Filmkritiker der New York Times, Anthony Oliver Scott, der Film beleuchtet die Freuden und Paradoxien, die die Liebe zum Film mit sich bringt. Und genau in diesem Kontext wird die Filmfabrik von Michel Gondry, deren Konzept er ja in der Folge von Be Kind, Rewind entwickelt hat, für eine Kinemathek wie die unsere hochinteressant. Denn ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, wir sind ein Reservat für Cinephile. Angefangen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin vor allem zu dem Stammpublikum dieses Kinos. Die Filmfabrik ist schon in vielen Ländern und an ganz unterschiedlichen Orten ausgestellt worden. In leeren Fabriken und anlässlich Festivals, auch im Centre Pompidou. Aber hier in Frankfurt zum allerersten Mal in Deutschland und in einem Filmmuseum. Und ich möchte die These wagen, dass gerade hier Michel Gondrys Film und natürlich die Filmfabrik selbst besonders spannende Fragen aufwerfen. Denn das urfranzösische Konzept von der Cinephilie ist mehr als einfach nur die Liebe zum Kino. Mareike de Falk und Malte Hagener weisen in ihrem Standardwerk über Movies, Love and Memory darauf hin, dass mit der Cinephilie in ihrer klassischen Ausprägung spezielle Rituale und eine dogmatische Agenda einhergehen. Eine geschlossene, spezialisierte Community ihren elitären Geschmack pflegt und gleichzeitig doch demokratisch handelt, da eine populäre Kulturform sehr ernst genommen wird. Als Archetypus gilt die Gruppe von Filmkritikern der Cahiers du Cinéma und ihre Politik de Auteur. Ebenfalls zu dieser Gruppe gehört Alain Bergala, der bis heute mit seinem Buch Kino als Kunst, Filmvermittlung an der Schule und anderswo erschienen 2002 in Frankreich, auf Deutsch 2006 und gerade in diesem Frühjahr erstmals vom BFI, also dem British Film Institute und dem Österreichischen Filmmuseum ins Englische übertragen, den zentralen Text zur Filmvermittlung an Kinder und Jugendliche geschrieben hat. Und in der Cinémathèque Française weiterhin zahlreiche Vermittlungsprojekte mit weltweiter Beteiligung durchführt. Auch die Abteilung Filmbildung und Vermittlung im Deutschen Filminstitut wandelt auf seinen, also auf französischen Spuren. Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit unserer Cinephilie anzustecken. Und nun kommt Gondry und macht einerseits alles anders und doch schreibt er andererseits die Geschichte der Cinephilie weiter, in seiner sehr eigenwilligen, immer überbordenden Art. Beim Nachdenken über Gondrys Filme, beim Lesen seines Be Kind Rewind-Protokolls, in der er die Entstehungsgeschichte und seine Gedanken rund um die Filmfabrik skizziert, entsteht häufig so eine Art Babuschka-Effekt.
Immer kommt noch eine neue Schicht, ein Abzweig, eine weitere Geschichte in der Geschichte dazu. Gondry ist cinephil, aber auch off-modern. Wir bewegen uns aus den 50er bis 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in die erste Dekade dieses Jahrhunderts, von Paris nach Passaic, New Jersey. Be Kind, Rewind beschreibt das Ende einer Ära, nicht die des Kinos, sondern die der Videothek und der Videokassette angesichts des Siegeszugs der DVD. Während der archetypische Cinephile mit sakralem Eifer, und ich nehme mich hier überhaupt nicht aus, das immersive Erlebnis im Dispositiv Kino verteidigt, ist dem Videophilen die permanente Verfügbarkeit und Kontrolle über den Film durch Vor- und Rückspulen und Anhalten wichtig. Von 2013 gibt es eine sehr nette Kurzdokumentation, in der uns Gondry durch seine eigene Lieblingsvideothek in Paris führt. Er gehört ebenso wie Tarantino zu der Anfang der 60er Jahre geborenen Generation von Regisseuren, die ihre Filmsozialisation auf diese Weise erfahren haben. Wir haben es schon gehört, in Be Kind Rewind werden aus Versehen Videokassetten entmagnetisiert, also gelöscht und keinesfalls durch aufwendige technische Restaurierungen wiederhergestellt, sondern einfach dadurch, dass man die Filme selber nachdreht. Auch das in der Kinemathek, in einer Kinemathek, eine ganz lustige Geschichte. Das Schweden ist geboren. Billige kurze Remakes in einmaliger Do-it-yourself-Ästhetik. Um Filme zu Schweden, muss man die Filme hervorragend kennen, ihre Essenz verstehen. Eine besondere Form der Fananeignung, die bis heute auf YouTube lebendig ist und sogar eigene Festivals hervorgebracht hat. Eine cinephile Praktik also, zweifelsohne, aber eine, die sich in Be Kind Rewind nicht auf erlesene Filmklassiker bezieht, sondern vor allem auf amerikanische Kultfilme aus den 80er und 90er Jahren, wie beispielsweise Ghostbusters. Mit der Filmfabrik schreibt Gondry aus meiner Sicht die Geschichte der Cinephilie noch einmal weiter, indem er eine neue, andere Variante der aufgeladenen Beziehung zwischen Publikum und Film auslotet. Und er setzt diese These prominent in den Titel seines Protokolls: You like this film because you're in it. Weder die hohe Kunst des Zusammenspiels der Gewerke, noch der mit Andacht verfolgte Auteur eines Films, nicht eine künstlerische Handschrift, kein Fund aus einer fernen, unentdeckten Kinematografie, keine nun auf einem A-Festival gefeierte Kinematografie, Entschuldigung, nicht mal eine seltene Archiventdeckung, keine besonders brillante Kopie, nein, der Zuschauer selbst, wenn er sich auf der Leinwand sieht, ist Anlass genug, den Film zu lieben, zu lachen, Spaß zu haben. Das ist provokant. Und es wird noch provokanter durch die Bedingungen, in denen die Filme entstehen, in 3 Stunden und mit Unbekannten. Zugleich aber wird hier das Demokratische, das Parallele, andere Moment in der Cinephilie neben dem Elitären verstärkt und unterstrichen. Hier kann sich jeder ausprobieren. Die gemeinsame Produktion wird zum Happening, zum sozialen Ereignis. Das, wie könnte es auch anders sein, im gemeinsamen Sichten gipfelt. Und einige von uns haben dieses soziale Ereignis schon ausprobiert. Und wir sehen jetzt erstmal ein Making-of und dann freue ich mich, die einige der Beteiligten hier vorne begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Nutzt die große Tafel für eure Notizen und die Ideen der Gruppe. Gangsterfilm. Bricoler, ça coince, ça frotte. Les fenêtres et les portes, ça frotte. Les bêtes de tout genre, ça crotte. Ça sent pas de fond, ça bouge, ça frotte. Non, je vois pas de fond, je vois pas de fond. Mais au moins, c'est ma maison. Ma maison, ma maison. Ma maison, ma maison. Ma maison, ma maison. Frau Müller. Ich? Ja, ich mache da dran, sagt sie. Zack. Dommage. Ja, vielleicht rülpst du aus Versehen. Ja.
je ne dis rien, mais tout de même j'encourage. On se bouscule en ville, dommage. Je suis en sur les pieds, c'est dommage. Plus ou moins c'est ma maison. Das ist jetzt die normale Einstellung, das ist quasi das Maxim. Genau, du siehst du auch gleich, du siehst immer, wo du gerade bist. Ja. Also ab jetzt eine Stunde, ja? In 2 Uhr runter. Aber. Du kannst mich schon mal machen. Okay, jede Szene nur einmal. Ja, und los! Hey, los! Das war schief letztes Jahr an Heiligabend, wenn du noch daran denkst. Nein, lass mich doch einfach raus hier! Ich kann das Robben doch nicht mitnehmen. Ich bleib nicht hier! Setz du uns erstmal hin. Und stopp! Frau Müller, die uns quasi die Szene gemacht hat. Dann sagst du dir was? Das ist doch nicht echt. Also, so, und wir gehen dann auf die Frau. Scheffels, genau. Okay. Also bist du erstmal aus dem Haus, oder? Ja. Sie hat ein Problem. Ich habe alles versucht. Ich bin mir ganz sicher, das hat jetzt ein Ende. Nein! Maison, ma maison, ma maison. Maison, moi c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, moi c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Ja, und ich darf jetzt Kira, Chuck und Mathilda bitte nach vorne bitten. Ich glaube, der Jörg ist nicht da, oder Jörg Hemstedt? Nee. Genau. Wir wechseln dann immer mit den Mikros, aber genau. Ja, meine erste Frage. Ihr habt das Experiment mitgemacht am Samstag und am Sonntag. Ne? Ihr beide, glaube ich, am Samstag und Kira am Sonntag. Ja. Genau, also in 2 unterschiedlichen Gruppen. Könnt ihr es empfehlen? Also ja, also ich fand es ziemlich gut. Okay, also ein Ja auf der Seite? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde auch nochmal mitmachen, auf jeden Fall. Ja, von mir auch ein großes Ja. Das ist eine tolle Erfahrung und ich denke, für Kleine, ja, wie Tim und Struppi, von 66 bis 99, für alle geeignet. Ab 12. Ab 12. Ja, die Filmvermittlung spricht. Kommt auf 10 an, ne? Aber gut, okay, also ab 12. Von 12 also bis 99, okay. Also es gibt keine Altersbegrenzung für mich. So ist. Ja. Aber 3 Jahre, ich finde das schon ziemlich gut. Ja, ja, Spaß. Genau. Wie lange sind denn eure Filme geworden? Also der Samstagfilm? Also wir hatten 60 Minuten, aber genau weiß ich nicht, wie lang unser Film geworden ist, weil ich nicht, also oben auf dem, ich habe die Kamera geleitet. Nicht schlimm, okay, aber ist er gut geworden? Ja. Ja. Also okay. Und euer Film? Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht genau. Ich würde jetzt mal so schätzen, so 8 bis 10 Minuten. Ich glaube, das waren 10. Das waren 10. Bei euch herzlichen Dank. Genau. Ja. Genau, ja. Seht ihr denn anders geworden, als ihr gedacht habt? Also ihr habt ja in der 2. Stunde dann auch eigentlich festgelegt, wie die Handlung ist und so. Und hat sich dann vor Ort in den Kulissen nochmal viel verändert, oder? Also bei unserem Film kann ich nur sagen, dass es doch ein bisschen am Thema vorbeiging, letztendlich. Aus dem Vampir wurde nur noch ein Betrunkener, der da rumtaumelte, mich betrachtet. Okay. Aber im Vordergrund stand natürlich der Spaß und die Freude dabei. Und okay. Das ist auf jeden Fall sehr gelungen. Alles klar.
Ja, bei uns war es auch ein bisschen anders. Also wir hatten uns, glaube ich, zuerst festgelegt auf einen Horror-Western. Am Ende war es eine Mischung aus Horror-Western und vor allen Dingen Liebesfilm. Okay. Und es ist ja auch so, dass man, wenn man dann in den Kulissen ist, nochmal eine ganz andere Situation hat. Und man, also von Szene zu Szene wird man auch aufgeweckter und hat mehr Spaß. Und dann wird es auch manchmal ein bisschen ausgelassener. Also das ist auf jeden Fall noch ein bisschen anders als in der Planung auf Papier. Jetzt habt ihr beide eigentlich schon die gruppendynamischen Prozesse sozusagen auch angesprochen. Wie waren die denn? Wie hat man sich das vorzustellen? Also man kennt die ganze Gruppe nicht und muss jetzt in 3 Stunden irgendwie eigentlich ja ganz gut miteinander auskommen und irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Wie hat sich das entwickelt? Ja, das hat sich sehr gut entwickelt. Ich meine, sind alle fremd gewesen, lauter 10 mindestens so verschiedene Individuen. Und daraus bildete sich eine Gruppendynamik, ein Gruppenindividuum, letztendlich über die Rollen dann wieder ein eigenes Individuum und machte viel Spaß. Mit denen kann man jetzt auch mal zelten gehen oder Wein trinken oder so? Ja, wäre auch möglich gewesen, um Wein trinken zu gehen. Okay. Durchaus, ja? Ja, das okay. Ist kein Thema. Ja. Und Kira, bei dir? Haben uns sehr gefreut. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also man kennt sich vorher nicht, aber das ist, sind 3 sehr intensive Stunden und danach hat man auch mal Lust, nochmal drüber zu reden und ja, das ist ganz schön. Okay. Und Mathilda, ganz ehrlich, habt ihr euch ans Protokoll gehalten? Michelle Gondries, wichtiges Protokoll? Ja, aber wir wurden auch ziemlich rausgerissen kurz mal, aber es war ziemlich cool. Okay. Also ihr habt aber schon versucht. Ja, genau. Ja, ist wichtig, weil das nicht, dass wir dann... Ja. Mitgeteilt wird. Also bei uns wird das Protokoll des Künstlers sehr ernst genommen, ist klar. Genau. Mit dem Genre hast du ja auch schon so ein bisschen kurz gesagt. Das ist ja auch eine im Protokoll festgehaltene Geschichte ganz am Anfang, wo man das Genre schon festlegen muss. Bei euch haben wir es jetzt gehört. Wie war es denn bei euch? Eine Mischung aus Horror, Comedy und noch irgendwas. Genau. Und eigentlich ist es ja auch so, dass man das, was man aus der eigenen Filmrezeption kennt und was man, dass man das auch wieder hervorholt, oder? Also das ist schon Teil des Prozesses wahrscheinlich. Ja, also ja. Es war also, wir hatten zwar ein bisschen, also es war ein bisschen anders, aber dann doch schon cool und auch mit so seinen Schwierigkeiten drin, aber es war richtig schön. Okay, ich glaube, wir sind schon alle ganz neugierig. Es ist auch so tatsächlich, dass die entstandenen Filme von Samstag und Sonntag oben in dem kleinen Kino sozusagen am Ende der Studiotour auch zu sehen sind. Also die kann man nachher angucken, die laufen nicht hier unten im Kino. Hier unten im Kino läuft um 20.30 Uhr Be Kind Rewind, der auch auf alle Fälle es wert ist, zurückzukommen nach dem Glas Wein, was man jetzt noch haben kann, oder der Studiotour. Bitte einfach nur ein Ticket holen. Es kostet keinen Eintritt, aber es ist wichtig, dass man ein Ticket hat. Und habe ich noch was vergessen? Ja, ich wollte das Mikro noch an die Stefanie geben. Genau, und alles, was ich... Alles, was ich noch sagen wollte, ist, das Projekt... Die Filmfabrik ist damit eröffnet.